Gute Laune, Superstimmung und hervorragendes Wetter. Perfekte Bedingungen für den 23. Reinickendorfer Halbmarathon. Also für mich eine ganz tolle Veranstaltung bei schönstem Wetter hier in Reinickendorf und vor dem Rathaus, glaube ich, der Platz ist geradezu geeignet für so eine Veranstaltung. Ich freue mich riesig drüber und da ist auch klar, dass natürlich der Reinickendorfer Bürgermeister dabei sein muss. Pünktlich um 9 Uhr fällt der Startschuss durch Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen. Dann geht es für über 1000 Läuferinnen und Läufer durch den Norden Berlins. Einmal quer durch den Bezirk Reinickendorf. Wem 21 Kilometer zu lang sind, der kann auf eine der zahlreichen Alternativen ausweichen. Angeboten werden 10 Kilometer und 5,6 Kilometer. Und auch für die Kids gibt es die richtige Strecke. Und das Wichtigste, alle haben ihren Spaß. Ich wollte schon sehr lange in Berlin hier. Sehr, sehr cool, irgendwie recht familiär und irgendwie alle haben Spaß. Genau, macht einfach Spaß mitzulaufen. Also super war es, die Stimmung war super und das Wetter war auch klasse. Die Stimmung am Rand, die fetzt durch Tegel durch, an der Greenwich-Promenade vorbei, das macht diesen Lauf aus. Als schnellste Frau erreicht Katja Fischer vom SCC das Ziel. Sie braucht 1 Stunde, 19 Minuten und 46 Sekunden und läuft damit 9 Minuten schneller als die Vorjahressiegerin. Bei den Herren dagegen kann Khalil Al-Yazem Al-Hamad seinen Titel verteidigen. 1 Stunde, 10 Minuten und 50 Sekunden seine Zeit und somit auch nochmal 19 Sekunden schneller als 2021. Ich war so motiviert, nochmal wieder auf die Strecke zu laufen und meinen Titel zu verteidigen. Und das habe ich schon gemacht, also ich freue mich. Hier wird nun erstmal die wohlverdiente Erfrischung genossen. Kein Wunder nach 21 Kilometern. Der Reinickendorfer Halbmarathon ist wieder einmal ein voller Erfolg mit zahlreichen Teilnehmenden, ohne Regen und vor allem ohne Einschränkungen. Gott sei Dank gibt es keine Beeinträchtigungen mehr zwecks Corona. Wir haben ein offenes Straßenfest hier, viele Leute sind da, viele Läuferinnen und Läufer sind da und wir sind glücklich, endlich mal wieder eine Veranstaltung zu machen unter so tollen Bedingungen. Auch die nächsten Laufevents des SC Tegeler Forst lassen nicht lange auf sich warten. Am 17. September findet der Run and Bike statt. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, die Marathondistanz zu laufen bzw. zu fahren. Am 1. Oktober ist es dann auch schon wieder soweit. Der erste Lauf der Sega-Serie steht an. Für beide Events könnt ihr euch natürlich noch anmelden. Auch dann soll es natürlich wieder heißen, gute Laune, super Stimmung und hervorragendes Wetter. Genau wie beim 23. Reinickendorfer Halbmarathon. Thank you.